طيب، im Grunde genommen der Abschluss des Hadith, walakin sa'a fa sa'a, das bedeutet einfach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass ein kontinuierlicher bleibender Zustand ist gar nicht möglich. Es ist nicht möglich, sich kontinuierlich um 24 Stunden auf spirituell höchstem Niveau zu befinden. Der Mensch schwankt immer und auch bedingt durch seine alltäglichen Routinen ist es gar nicht möglich, dass er ständig in so einer Situation oder in so einem Fall ist. Und das ist mehr als natürlich, wie wir hier sehen. Selbst Abu Bakr radiallahu anhu beschreibt sich mit dieser Situation zu kennen oder eben sie auch zu erleben. Und wir wissen, dass Abu Bakr radiallahu anhu der beste Mann ist nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es ist etwas ganz Normales. Und wenn die besten Menschen, die auf dieser Erde gewandert sind, sowas erlebt haben, dann erst recht die deutlich unter ihnen sind. Na.